Ist noch mehr Leichen. Ich räuber die einfach mal aus. Was für Haben haben wir? Weil das mit den Automaten und mit den Plasmiden, das kommt nämlich auch wieder. Da müssen wir eigentlich wieder ein bisschen Kohle haben. Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamp. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Aber klar doch. Warum nicht? So. Na, dann wollen wir mal. Okay, wir haben wieder volle Energie. Ich dachte, ich hätte echt jetzt was verloren. Das wäre gemein gewesen. Das war ja vom Spiel so geskriptet. Aha, ein Schmetterling. Lamp wird uns den Weg weisen. Also, das spielt definitiv nach Bioshock 1. Werbung für Akkuvox Diktiergeräte. Ah, ja. Sonst liegt hier nichts. Ich höre eine Kamera. Okay, es ist Vita Chamber, da wo wir wieder beliebt. Wer da ist, die Kamera? Vorsicht! Die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Ich nehme mal ein paar Hackpfeile auf. Okay. Ich probiere mal was. Funktioniert das? Was? Was ist das? Gehackte Kameras arbeiten für dich und eliminieren Sicherheitsbots bei Feindkontakt. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, dauert ihr freundlicher Alarm länger. Sehr geil. Sehr schön. Na dann würde ich sagen, warten wir mal ab, was passiert. Hallo? Wieso kommen hier keine Bots irgendwie, die mir helfen? Hallo? Ich will ungern irgendwie Munition. Ach, da kommst du schon. So. Wenn wir schon einmal dabei waren, ne? Ach, Nieten kann ich gar nicht mehr aufsammeln. Habe ich... Tatsächlich, ich habe echt die Nieten voll. Also, ich habe die Nieten voll. Okay. Gut, das hat ja wunderbar geklappt. Ist denn... die Kamera ist immer noch auf unserer Seite. Okay, das bleibt also so. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, hier haben wir nichts. Tisch, warte mal, Tisch durchsuchen. Okay, Bohrertreibstoff. Ich glaube, ich bleibe erstmal am Anfang mit dem, bei dem Bohrer. Können wir uns ein bisschen Nieten-Munition sparen. Da haben wir wieder Nieten drin, die wir liegen lassen müssen. Akkenschrank müssen. Okay, hier liegt Dollar. Oh, hier liegt auch noch ein Medipack. Was war maximal Medipack gewesen bei Teil 1? War das 6 oder... Ne, 8. Ne, 9 war das, glaube ich, ne? 9. Wenn ich mich recht entsinne. Bot Shutdown, Sicherheitsnotschalter. Ach so, okay. Hier waren wir schon. So, wo geht's hier hin? Werkstatt 6B. Mhm. Da sind wir hier drin. Cafeteria. Aha. Mhm. Okay. Aha, Jetpostel. Ich hab Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. In diesem Traum scheint sie ja sehr real zu sein. Also sehr normal, wenn ich das mal sagen darf. Hoffe, es hilft. Telekinese. Hebe große Objekte allein mit der Kraft deiner Gedanken und wirf sie auf Gegner. Was muss man sonst noch wissen? So, ja. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. Zack, voll geil, feier ich. So, halte L2 gedrückt, um Telekinese aufzuheben und lasse L2 wieder los, um zu werfen. Ah, das klappt ja super. Okay, hier haben wir einen Rohrpoststeuerung.
Ah, wie geil. Okay, das muss ich mir... Ja, ist gut. Das muss ich mir merken, dass... bei eben deaktivieren. Dass ich das mal vielleicht mal... Das habe ich im ersten Teil auch nicht so viel... Das habe ich im ersten Teil auch nicht so viel benutzt, ist mir aufgefallen. Sie kennt den Weg. She knows the way. Hoi! Alter, was? Uah, wer schießt denn da? Und wo vor allen Dingen? Das klappt ja super. Okay, das war nicht so intelligent. Warte mal, hier liegt noch ein... Aua, lass das, hier liegt noch ein Tonband. Hätte ich vielleicht die Nietenpistole nehmen sollen, weil die aus der Entfernung waren, aber okay. Gut, damit haben wir sie wenigstens schon mal aufgeräumt. So, was haben wir hier? Nichts. Okay, hier liegt wieder ein Schraubenschlüssel, den wir nicht aufnehmen können. Hier ist die Türsteuerung. Da müssen wir, glaube ich, gleich rein. Ich möchte erstmal noch ein bisschen die Leichen looten. Aber das mit der Telekinese finde ich hier ein bisschen besser auch erklärt, dass du auch wirklich so ein bisschen an die ganzen Plasmide herangeführt wirst, was du wirklich machen kannst damit und so. Weil mir ist echt aufgefallen, ich habe im ersten Teil nicht so viel von den Sachen benutzt. Also ganz, ganz wenig. Okay, ist nichts drin. Schau mal, achso, wir können das Tagebuch uns anhören, ne? Undankbares Pack. Ohne mich gäbe es kein Rapture. Der Atlantic Express war von Anfang an die Lebensader dieser Stadt. Ryan hat seine erste große Stadtrundfahrt in meinem Prachtwaggon unternommen. Dann kam die private Tauchkugel groß in Mode. Innerhalb eines Monats waren meine Bahnhöfe verwaist. Die Stadt wuchs und schob den Atlantic Express aufs Abstellgleis. Ja, ist doch klar. Irgendwie kommt immer wieder neue Technologie und die anderen gönnen das dann nicht. Und dann ist natürlich klar, dass ein bisschen Stank kommt und so. Und das ist doch ganz normal. Diese Menschen sind süchtig nach irgendeiner genetischen Wunderdroge namens Adam. Ich habe das Wort Splicer gelesen, auf Wände geschmiert wie eine Warnung. Einer von denen trieb mich in die Enge und Himmel, sein Gesicht... Ich hatte eine Waffe, aber ich zögerte und dann hörten wir plötzlich beide diesen Singsang, wie aus dem Nichts. Und er ist abgehauen, als wäre der Teufel hinter ihm her. Es hörte sich an wie ein Kind, ein kleines Mädchen. Cindy ist am Leben. Das spüre ich einfach. Viele Tagebücher finden wir gerade. Weiß ist nicht schwarz, Dr. Lamb. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder. Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Unmöglich, wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Und doch, für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen oder der Phantomschmerz amputierter Gliedmaßen. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real. Realität ist Konsens. Und die Menschen verlieren ihren Glauben. Gehen Sie mal spazieren, Andrew. Es regnet in Rapture. Und Sie haben einfach beschlossen, es nicht zu bemerken. Naja, also wollte sie ihn auch schon weghaben von der Bildfläche. Und hat natürlich auch schon alles gegeben. Nun gut. Okay, soll uns nicht daran hindern, hier erstmal weiter aufzuräumen und uns umzusehen. So, jetzt haben wir natürlich etliche Tagebücher gehört. Jetzt gucke ich erstmal, wir können hier lang jetzt hier. Archivbüro, ich probiere es mal eben.
Ja, ich bleib mal beim Echo-Bolt. Ach, jetzt sind wir hier. Ach so. Das war nur eine Abkürzung quasi. Vielleicht müssen wir ja da nochmal rein. Ich weiß es ja nicht. So, dann haben wir, glaube ich, hier noch den Weg und hier. Ich schau mal, kommen wir hier lang? Okay, hier haben wir ein Waschbecken. Und da kommen wir bestimmt auch noch hin. Ah ja, stimmt. Da, wie gesagt, also den Bereich habe ich schon gespielt. Und danach hatte ich dann aufgehört zu spielen. Also, das war's. Ja, Sophia Lamp hat die Splicer auf dich. Die meisten Big Daddy sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. Mhm. Aber nicht mit mir, meine Freunde. Nicht mit mir. Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta. Um dich selbst zu retten, willst du zu ihr. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Und du kommst darin nicht vor. Im Paradies ist kein Platz für dich. Mhm. Im Paradies ist kein Platz für mich. Das wollen wir doch mal sehen, wenn ich mit dir fertig bin. Dämliche Schnalle. Entschuldigung. So, warte mal, geht das noch? Ach schade, im ersten Teil kommt man noch am Telefon wählen. Mit der Wahlscheibe. Aber diesmal geht's nicht. So, was haben wir hier? Okay, finden wir noch ein bisschen Geld. Geld regiert die Welt. Essen brauchen wir nicht. Wir haben 3 Medipacks, wir haben keine Eve-Spritze. Wir könnten mal ein bisschen Eve... Wir könnten echt mal eine Eve-Spritze finden. Und hier vorne war noch irgendwo ein Automat. Genau hier. Ich schau mal eben. Können wir ihn hacken? Yeah, gehackte Verkaufsautomaten haben mehr Objekte und niedrigere Preise. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, bekommst du einen Gratis-Gegenstand. Oder einen Gegenstand gratis. Toll. Nieten habe ich genug. Egal, wir schauen mal, was hier so Sache ist. Hackpfeile haben wir 6 von 9. Okay, Bohrertreibstoff finden wir unterwegs, glaube ich, auch ganz gut. Wir könnten mal, ich sag mal, so 2 Eve-Spritzen kaufen und vielleicht nochmal einen Verbandskasten. Und das reicht. Okay, 5 können wir momentan tragen. Wir können das ja wahrscheinlich auch noch verbessern, alles. Ich lasse das mal eben so, das reicht. Können später noch, also wie gesagt, Treibstoff und Hackpfeil und Nieten, wie gesagt, haben wir genug. Also hier den können wir gleich aufnehmen, wenn wir kämpfen. Mhm. Wow. Ich gehe erstmal hier lang. Gucken, was wir hier haben. Hier sieht aus, ob das Fenster gleich kaputt geht. Bin mir nicht sicher. Mieten haben wir genug. Vitamine? Nehmen wir mal. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen. Alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann. Mhm. Also Psychologin ist sie. Ist ja super. Okay. Schau, geh zum Aufzug. Ja, hör auf zu drängeln. Mein Gott, schon wieder die Tenbaum, die mich so drängelt. Ich will mich aber nicht hetzen lassen. Ich will ganz gemütlich durchgehen. Oh, warte mal. Oh, da war gerade, warte mal, da ist gerade oben eine Kamera gewesen. Schaffe ich das? Okay, ja, ich brauche die Hinweise gerade nicht. Ich glaube, das machen die Roboter jetzt für uns. Oder?
Erledige ihn! Okay. Jetzt können wir die Nieten gut gebrauchen. Kann ich nochmal zurück? Nein, ich kann nicht zurück, oder was? Ah, doch. Wollte schon sagen. Weil dann gehe ich mir nämlich eben die Nietenholen, die wir noch haben. Einmal im Automaten waren welche. So. Weil dann sparen wir uns nämlich auch die Kohle. Hallo Willi-Chay und grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live, zum Live-Let's Play von Bioshock 2. Wir haben vorhin angefangen. Ich will unbedingt weiterspielen und jetzt habe ich ja so ein bisschen, ja, im Voraus so ein paar Aufnahmen auch von Bioshock 1 noch und da kann ich so ein bisschen im Voraus jetzt aufnehmen und tralala. Hab da so ein bisschen dann meine Ruhe auch wieder. So. Okay. Also die sind mir am liebsten, die so Schläger und Brechstangen in der Hand haben, weil die schießen wenigstens nicht. Ich frage mich, wie viel Dollar wir aufnehmen können, weil es gibt auch eine maximale Grenze an fürs Portemonnaie. Bin mir aber nicht sicher, wie viel das ist. Guck mal, und den Bohrertreibstoff haben wir schon fast wieder auf Hälfte. Habe ich doch gesagt, wir finden das. Ich frage mich nur, ob das Spiel genauso schwer wird wie der erste Teil zum Schluss. Weil, wie gesagt, den zweiten Teil habe ich nie durchgespielt. Das Level hier und dann war auch Feierabend. Wie cool das aussieht. Hier funkelt irgendwas. Ah, hier. Ciao. Tschüss. Der Alarm wird eh wieder ausgelöst. Gut, also. Die Kinder hier haben mir erzählt, du bist ein sehr alter Big Daddy. Lebenslang gebunden an eine einzige Little Sister. Wenn du zu lange von ihr weg bist, stellt dein Körper seine Funktionen ein, wie wenn man ins Koma fällt. Solange das Mädchen hier in Rapture ist, sitzt auch du hier fest. Der Name deiner Kleinen ist Eleanor Lamp, die Tochter von Sophia. Das ist, denke ich, der Grund, weshalb Lamp dich hasst. Eleanor wird in Fontaine Futuristics festgehalten, auf der anderen Seite der Stadt. Du musst dorthin und sie befreien, bevor es zu spät ist.